gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Bauernmarkt im Azurit-Seniorenzentrum Bautzenberg am 15. Oktober in Kamenz. Entdecken Sie die Vielfalt regionaler Produkte. Von Honig und Marmelade über Kerzen und Lavendelduft bis hin zu Seifen und Töpferwaren. Freuen Sie sich auf unsere kulinarischen Leckerbissen und auf den Geschmack ausgewählter Liköre. Lassen Sie sich gut unterhalten bei einer besonderen Modenschau und Musik vom Duo Rendezvous. Lernen Sie bei einem Rundgang uns und unser Haus kennen, während Ihre Steppkes die Hüpfburg erobern oder beim Kinderschminken mit Farben verzaubert werden. Übrigens, auch eine Pferdekutsche steht für eine kleine Ausfahrt bereit. Der Bauernmarkt im Azurit-Seniorenzentrum Bautzenberg, Hohe Straße 20 am 15. Oktober ab 14 Uhr. Präsentiert von Lausitzwelle. Das sollten Sie nicht verpassen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Regionalzeit Westlausitz am Mittwoch. Wie immer mit Nachrichten um Kamenz, Radeberg und Kusröhrsdorf. Und da geht es nun um einen Brief, der aus dem Landkreis Bautzen heraus durch viele Städte und Gemeinden und vom Landrat selbst an den Bundeskanzler gesendet wurde. Worum es genau geht und mehr sehen Sie jetzt. Der Bautzener Landrat Udo Witschers und der Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben einen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz verfasst. Darin schreiben sie von ihrer Sorge um die aktuelle Energiesituation und fordern kraftvollere Maßnahmen des Bundes. Das Schreiben beinhaltet weiterhin die Existenzängste vieler Menschen und der damit gefährdete soziale Frieden und der gesellschaftliche Zusammenhalt. Dieser müsste von allen Verantwortungsträgern auf allen Ebenen ernst genommen werden, heißt es weiter. Zusammen mit dem Brief wurde auch gleichermaßen ein Kasten Bier des Herstellers Böhmisches Haus an das Bundeskanzleramt verschickt, der aufgrund von steigenden Produktionskosten im kommenden Jahr die Produktion einstellen muss. In der vergangenen Zeit erhielt die Stadt Kamenz auf dem Hutberg eine Baumspende. Da das Instandhalten einer Parkanlage in diesem Jahr aufgrund von Trockenheit und Schädlingen vor besonderen Herausforderungen stand, möchte der Landkreis Bautzen nun helfen. Gemeinsam mit dem Partner der Schlösser, Parks und Gärten im Dresdner Heidebogen sollen in jedem Jahr 2 bis 3 Neupflanzungen als Baumspenden in verschiedenen Parkanlagen realisiert werden. Der Hutberg Kamenz startete dieses Projekt mit einem ersten positiven Zeichen für die Zukunft. Der Verein Kamenz Can Dance ruft im Rahmen ihres 4-jährigen Jahrestages im Tanzhaus an der Weststraße zum Blutspenden auf. Gemeinsam mit dem HEMA Blutspendedienst starteten sie die große Spendenaktion Kamenz Can Donate. Diese Aktion sei auch nicht ganz uneigennütz, so der Kamenz Can Dance-Chef Mario Steinmetz. Neben wohltätigen Zwecken erhofft sich der Verein auch Wachstum in den Publikumskreisen und im Bekanntheitsgrad, heißt es weiter. Alle Erstspender können auch eine Werbeprämie erhalten, indem sie beim Spenden das Kennwort Dance nennen. Die nächsten Blutspendetermine sind am 10. und 24. Oktober, jeweils von 14 bis 19 Uhr. Mittag in Hermsdorf vereitelt werden. Ein Unbekannter war in eine Garage auf einem Grundstück an der Straße zu den Holzhäusern eingedrungen und hatte versucht, eine BMW zu starten. Das bekam ein Nachbar mit und der Täter floh daraufhin mit einem ebenfalls von dort gestohlenen Pedelec. Eine Zeugin rief kurz danach die Polizei, da sich ein Fremder in einer Garage in der Nähe versteckte. Gefunden wurde ein 37-jähriger Pole, der wehrte sich bei seiner Festnahme. Bei ihm wurden verschiedene Tankkarten und eine Zulassungsbescheinigung gefunden. Alles stammt aus einem anderen Einbruch vom Wochenende in Ottendorf-Okrilla. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Werkstatt an der Spreedorfer Straße in Ebersbach eingebrochen. Sie schlugen von 2 Audi, einem A6 und einem S3, die Scheiben ein.
zerkratzten den Lack und hinterließen zahlreiche Dellen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro. Die Ermittlungen führt die Kripo des Reviers Zittau-Oberland. Für die rund 1.300 Reinigungskräfte in den Landkreisen Bautzen und Görlitz gibt es ab sofort mehr Geld. Der Einstiegsverdienst in der Branche klettert zum Oktober auf 13 Euro pro Stunde und damit 12,6% mehr als bislang. Wie die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, kurz IG Bau, mitteilt, ist auch der Lohn für Beschäftigte der Glas- und Fassadenreinigung deutlich gestiegen. Der Stundenlohn beträgt hier 16,20 Euro. Der zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband ausgehandelte Tariflohn sieht zudem eine weitere Steigerung der Einkommen ab 2024 vor. Der tarifliche Stundenlohn soll dann jeweils 50 Cent mehr betragen. Zudem profitiert auch der Branchennachwuchs von der Tarifverhandlung. So steigen die Azubi-Löhne bis 224 auf 900 Euro im ersten, 1035 Euro im zweiten und 1200 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Bisher Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag die Werkstatt einer Firma in Ottendorf-Okrilla aufgebrochen. Gestohlen wurden verschiedene Werkzeuge, unter anderem Akkuschrauber, Bohrhämmer, Stichsägen, Messgeräte und LED-Strahler im Wert von insgesamt 4.500 Euro. Die Kripo ermittelt. Ein Unfall mit einer verletzten Jugendlichen ereignete sich am Sonntagabend in Zittau an der Kreuzung Freudenhöhe. Zwei 15-jährige Mädchen hatten mit einem Kleinkraftrad auf der äußeren Weberstraße an der Ampel Rot. Vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn rutschte der Fahrerin beim Anhalten das Vorderrad weg und sie stürzten. Dabei wurde ihre Mitfahrerin verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kraftwerks- und Bergbauunternehmen LEAG will in der Lausitz das mit 7 Gigawatt leistungsgrößte Zentrum für erneuerbare Energien in Deutschland errichten. Bereits 2030 soll so viel grüner Strom aus der Lausitz fließen, wie die LEAG derzeit durch die Kohleverstromung erzeugt, so Thorsten Kramer, Vorstandssitzender der LEAG auf dem Ostdeutschen Energieforum in Leipzig. Das Ausschlaggebende an der Gigawatt Factory, die wir in der Lausitz planen, ist die Größe. 7 Gigawatt aus rein erneuerbaren Energien ist so in Deutschland an keiner weiteren Stelle möglich. Und wenn wir bis 2040 das Volumen auf 14 Gigawatt verdoppeln, wird die Lausitz der grüne Hotspot in Deutschland für die Lieferung von Grünstrom. Und eine weitere Möglichkeit ist natürlich, das Ganze wieder zu koppeln mit anderen Systemen und damit eine Versorgungssicherheit, eine Grundlast herzustellen, die einzigartig sein wird. Die Gigawatt Factory, so Kramer weiter, verbindet modernste Speicherlösungen, grünen Wasserstoff und zukunftsfähige Kraftwerke und macht umweltfreundliche Energie als gesicherte Leistung verfügbar. Realisiert werden sollen die Anlagen überwiegend auf den Bergbauoberflächen der LEAG. Bis zu 4 Millionen Haushalte wären so mit Strom versorgen. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik, DZA, kommt in die Lausitz. Das wurde am Donnerstag in Berlin entschieden. Dazu sagte der Görlitzer Landrat Stefan Meyer in einer ersten Reaktion: Heute ist ein guter Tag für die Entwicklung der Oberlausitz zur Innovationsregion. Mit dem Deutschen Zentrum für Astrophysik kommt ein Großforschungszentrum mit weltweitem Alleinstellungsmerkmal in unsere Region und wird unsere Landkreise Görlitz und Bautzen in den nächsten Jahrzehnten voranbringen. Das Projekt DZA konnte sich gegen mehr als 100 weitere Wissenschaftsprojekte durchsetzen. Das milliardenschwere Vorhaben wird sowohl in Görlitz als auch nahe Hoyerswerda in Ralbitz-Rosenthal realisiert. In den kommenden 3 Jahren soll die offizielle Gründung nun vorbereitet werden. Das Haus Zwingerstraße 20, auch als alte Posthalterei bekannt, erstrahlt wieder in neuem Glanz. Zu verdanken ist dies der in Berlin ansässigen Stiftung Pro Gemeinsinn, die das Gebäude 2020 erwarb und seitdem umfangreich saniert hat. Zuvor hatte die alte Posthalterei viele Jahre leer gestanden. Die Stiftung Pro Gemeinsinn betreibt 2 Kindertagesstätten in der Stadt Groß-Rösdorf sowie einen Förderschulhort in Radeberg. Sie nutzt das Obergeschoss für ihre eigene Verwaltung und für Schulungen. Die Räume im Erdgeschoss stehen für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung. Derzeit wird in ihnen eine Ausstellung über Gerhard Richter und Georg Baselitz gezeigt. Die Stadt Kamenz will zu einem späteren Zeitpunkt eine Ausstellung zu Dada-Collage-Kunst einrichten.
Noch bis zum 2. Oktober feiert die Stadt Elstra das 300-jährige Jubiläum ihrer Kirche. Einer der Höhepunkte der Festtage wird eine historische Kirmes am 1. Oktober sein. Ab 11 Uhr kann das historische Markttreiben besucht werden, bei dem man hautnah Einblicke in das frühere alltägliche Leben bekommen kann. Des Weiteren können Stadt- und Kirchenführungen mitgemacht werden. Bis 16 Uhr ist außerdem das Schulmuseum geöffnet. Am Abend lädt dann ein DJ zum Tanz ein. Das gesamte Festprogramm zum Kirchjubiläum finden Interessierte auf der Homepage www.kirche-elstra.de. Der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Danz lädt am 4. Oktober um 19 Uhr zur Einwohnerversammlung in den großen Saal des Kamenzer Stadttheaters ein. Hintergrund sind die steigenden Kosten für die Unterhaltung von städtischen Einrichtungen und die zunehmend schwieriger werdenden Finanzierbarkeit von geplanten städtischen Investitionen. Man möchte auf diesem Weg ins Gespräch kommen und einen Meinungs- und Gedankenaustausch ermöglichen. Im Mittelpunkt sollen dabei vor allem Perspektiven und eventuelle Lösungsansätze stehen. Eine 38-jährige Skoda-Lenkerin hat am Mittwochnachmittag an der Fichtestraße in Kamenz einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Offenbar war die Frau kurz abgelenkt und stieß gegen einen parkenden anderen Skoda. Der Sachschaden belief sich auf etwa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der S158 in Kleinröhrsdorf sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 68-jähriger Honda-Lenker kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und eine 75-jährige Insassin kamen in ein Krankenhaus. Die Straße blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. Alles, was Räder hat, hieß es bei einer ganz besonderen Woche der Bischofswerder Kita Anne Frank. Bei mehreren kleinen Ausflügen in die nähere Umgebung standen dabei für die Steppkes Erlebnisse mit rollenden Fahrzeugen auf dem Programm. Unter anderem bei der Freiwilligen Feuerwehr konnten sie die Feuerwehrautos etwas genauer unter die Lupe nehmen und in der Autowerkstatt Reitner bestaunen, wie ein Auto so ganz von unten aussieht. Zudem wurden an einem Nachmittag dann noch alle Papas eingeladen, um gemeinsam mit ihren Kindern aus riesigen Pappkartons Autos, Eisenbahnen und Feuerwehren zu gestalten. Über eine Spende in Höhe von 100 Euro konnte sich vor wenigen Tagen der Bischofswerder Tierpark freuen. Übergeben wurde diese von Gerald Swarowski an den Betreiber der Einrichtung, den Verein Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung in Bischofswerda. Swarowski, der als Honorarprofessor und als Wirtschafts- und Finanzdezernent von Bischofswerda tätig ist, hatte bei einem DIA-Vortrag auf Eintrittsgeld verzichtet und die Besucher um Spenden für den Bischofswerder Tierpark gebeten. Auf der B97 in Bernsdorf gilt ein Tempolimit von 50 km/h. Ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes hat am Dienstagnachmittag bis Abend überprüft, ob sich auch alle Lenker daran halten. Während der vierstündigen Kontrolle durchfuhren in Richtung Dresden rund 450 Fahrzeuge die Lichtschranke, 28 davon zu zügig. 19 Fahrer kommen mit einem Verwarngeld davon, der Rest erhält demnächst einen Bußgeldbescheid. Mit 84 km/h war ein VW-Fahrer mit Kamenzer Kennzeichen der schnellste. In Richtung Hoyerswerda waren von rund 560 Fahrzeugen 17 zu schnell. 7 erhalten in den kommenden Tagen Post von der Bußgeldstelle. Mit 87 km/h stellte ein Fiat-Fahrer mit Meißner Kennzeichen den Tagesrekord auf. Die schnellsten Betroffenen müssen mit 2 Punkten in Flensburg 260 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende von einer Baustelle am Markt in Pulsen zwei Putzmaschinen samt Zubehör gestohlen. Weiterhin griffen sich die Täter Teile der Rüstung sowie verschiedenes Baumaterial. Der Gesamtstillschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Kriminaldienst des Kamenzer Reviers befasst sich mit dem Fall und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kamenz unter der Rufnummer 035783520 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium.
Knobi Vital. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma. Für einen gesunden Blutdruck. Meine Kollegin Franziska Klemann hat sich mit dem Comedian Stefan Danzinger getroffen. Er war erstmals in der Lausitz zu Gast. Hallo liebe Zuschauer, wir sind heute wieder hier im Spreekino in Spremberg und heute ist ein ganz besonderer Gast hier, nämlich Stefan Danzinger, ein Comedian, der tagsüber Tourguide ist und nachts Stand-Up-Comedian. Ich weiß nicht, wie aktuell diese Beschreibung noch ist. Nicht mehr, Jens. Die mache ich seit 4, 5 Jahren nicht mehr. So alt ist diese Beschreibung schon. Das ist aber auf der Homepage. Das müssen wir dem Kino gleich sagen. Ja, das ist ja für das erste Programm. Und da war das noch aktuell. Ah. Ja. Und das Programm, was heute hier in Spremberg... Ich spiele auch das, ja. Da geht es um, was machen Sie eigentlich tagsüber? Genau. Da geht es halt um Stadtführung und viel Berliner Geschichte, Brandenburger Geschichte. Weil du Stadtführer in Berlin warst. Genau. Hab in Berlin und manchmal sogar auch Potsdam-Tour gemacht. Ich habe mich gefragt, wenn man so Stadtführer ist, geht man da so ganz anders durch die Welt? Wie bist du heute durch Spremberg gegangen? Na, eigentlich nicht viel. Ich wurde ja abgeholt vom Bahnhof und hergebracht. Also, und dann durfte ich hier aus dem Kino rausgucken und habe die Innenstadt hier gesehen. Also, viel war halt noch nicht. Und aber man muss halt, Stadtführer, also das habe ich immer, ich will viel vom Ort wissen, kann man sich auch ein bisschen was anlesen und immer eine gesunde Portion Neugier einfach. Warum ist das so? Warum heißt das so? Wie sind die Leute hier drauf? Und ich habe gelesen, du bist in Dresden geboren. Du bist also ein gebürtiger Sachse und bist aber dann in deine Wahlheimat Berlin gezogen. Also es gab noch eine kleine Station in die Sowjetunion. Genau, 7 Jahre Sowjetunion war so eine kleine Station. Ne? Ja genau, da sind aus Dresden in die Sowjetunion gezogen, dann wieder zurück nach Dresden und dann nach Berlin. Und warum nach Berlin? Warum? Hey, hallo? Also wenn man ist jung und will eine große Stadt, dann zieht man halt nach Berlin, ne? Also wegen Studium. Ich habe dann an der HU studiert. Okay. Und das hat dann mich gereist. Und mein bester Kumpel ist vorher hingezogen. Da habe ich gesagt, na, fahr ich einfach mit. Ich habe mich gefragt, wo hast du die ganzen Geschichtskenntnisse her? Also deine Programme bestehen ja auch viel aus total witziger, aber auch sehr guter geschichtlicher Aufklärung fürs Publikum. Wo hast du das her? Hast du es in der Sowjetunion gelernt? In Dresden oder in Berlin? Na, das kann ich. Ich glaube, das meiste habe ich nach der Schule gelernt. Also kann man sich ja alle, also gibt es ja gute Bücher und im Studium lernt man ja auch, wie man recherchiert oder was, ne? Und für die Stadtführung war es immer wichtig, dass ich das so geschichtlich komplexe Sachen so erklären kann, dass halt ein 8-Jähriger und ein 88-Jähriger das versteht und auch hinterherkommt. Und das, das einfach quasi das ein bisschen zu vereinfachen. Aber so eine Comedy-Show ist immer noch eine Comedy-Show, ist kein TED-Talk oder Uni-Vortrag. Aber du hast es offensichtlich so perfektioniert in deinen Touren, dass die Leute gesagt haben, mach mal Comedy, oder? Wie kam es dazu? Ja, war so. Also Leute haben gesagt, ist lustig, ist super lustig, die sollten das mal auf der Bühne machen. Und es ging so ein bisschen klischee-mäßig. Aber viele meiner Kumpels waren halt auch auf der Bühne mit Musik oder Tanz oder sonst was. Und da hat mein bester Kumpel, der Konrad Küchenmeister, guter, super Musiker, der war letztes, ich glaube dieses Jahr, in Weißwasser auch. Ist ja aufgetreten, egal. Jedenfalls, und der hat mir meinen ersten Auftritt organisiert. Und dann habe ich da so ein bisschen Blut geleckt und dann, jetzt mache ich das. Und du bist jetzt auch junger Familienvater oder ist es auch nicht mehr so jung? Na jetzt, ich bin seit 3,5 Jahren Vater. Ja, also ist noch mit noch wenig Schlaf. Und kommt die junge Dame im Programm jetzt mit vor? Ja, im zweiten Programm ist die ein bisschen Teil. Nicht direkt so, weil ich möchte eigentlich nicht so unbedingt so doll über privat reden, aber ist schon klar, prägt ja auch. Ich glaube, das hat jeder Kabarettist oder Comedian, wenn soweit sich das, so ein Leben so ändert, um 180 Grad, wenn man halt Eltern wird, dann dann passiert auch einiges. Das muss man davon erzählen. Ja. Und wie war das damals, als du das erste Mal auf einer Bühne gestanden hast? Ich habe gerade von dem Bühnentechniker erfahren, dass diese grünen Pflanzen hier eingerichtet wurden, damit niemand von der Bühne fällt. Also es ist nicht nur schön, sondern auch sinnvoll. Wie war das für dich das erste Mal? Da gab es keine Blumen. Das war in der Theaterkapelle in Friedrichshain, das älteste Gebäude in Friedrichshain in Berlin. Und da gab's, die Veranstaltung hieß Freaky Film. Und da wurde erst so ein B-Movie aus den 80ern aus Belgien, also Filme, die nicht gut genug waren für Kino oder Fernsehen, wurden da gezeigt. Und danach gab es halt Kunst und Kultur. Und da hatte ich meinen ersten Auftritt. Und ich war,
sehr nervös, dass ich auch ein paar Bier vorher getrunken habe und alle meine Kumpels gesagt haben, das wird eine Katastrophe. Aber war es dann anscheinend doch nicht. Und ja, bin ich dran geblieben. Hat Spaß gemacht. Hast du denn einen bestimmten Bezug zur Lausitz? Nee, leider nicht. Also irgendwie, ich habe erst dieses Jahr ein bisschen mehr Lausitz gesehen. Ich war in Senftenberg, in dem Amphitheater. Jetzt gestern Lübbenau, heute Spremberg. Also das ist schon viel Lausitz für 2022. Und kommst du mal wieder vielleicht nach Hoyerswerda? Ja, Hoyerswerda vielleicht nicht. Aber so, ich habe gesehen, ich kann mir schöne Radtouren machen und so. Aber Spreewald auf jeden Fall. Also ich war schon mal in Lübbenau in Spreewelten, da wo hier die Pinguine mit rumschwimmen, weil meine Kleine findet toll. Also ist die Lausitz eher so ein weißer Fleck für dich? Also eigentlich was man noch erkunden kann? Das auf jeden Fall. Also ich war in Senftenberg auch ganz überrascht, halt so die Runde um See und so. Und die Fahrradwege sind gut ausgebildet und Spielplätze ohne Ende. Also konnte ich einfach mein Kind hier, da, geh hin, spiel, fahr nicht runter. Und das auf jeden Fall. Also das lohnt sich auf jeden Fall nochmal. Klar, ist ja nicht so weit weg. Das war unsere Regionalzeit für die Westlausitz. Die nächste Ausgabe sehen Sie am Mittwoch in einer Woche. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.